CameraLink ist eine Schnittstelle in der industriellen Bildverarbeitung. Sie ist spezifiziert für schnelle Bildübertragung. Der Standard wird von der Automated Imaging Association verwaltet. Die Bitbreite pro Pixel kann zwischen 8 und 16 Bits variieren. Die maximale Pixelfrequenz beträgt 85 MHz. Falls noch mehr Daten übertragen werden sollen, kann dies in parallelen Streams, sogenannten Tabs, geschehen. CameraLink gibt es in drei Varianten. Base, maximal 24 Bits pro Takt, ZB, 255 MB pro Sekunde bei 3 Tabs a 8 Bits, Medium, maximal 48 Bits pro Takt, Full, maximal 64 Bits pro Takt, ZB, 680 MB pro Sekunde bei 8 Tabs. Als Stecker ist ein MGR26-Stecker von 3M definiert. Die größere Bandbreite der Medium- und Full-Spezifikationen wird über einen zweiten Stecker pro Kabel realisiert. Es können sowohl monochrome wie auch farbige Bilder übertragen werden. In der CameraLink-Spezifikation 1.2 wurde Power over CameraLink aufgenommen. Damit benötigen Kameras keine eigene Stromversorgung mehr. Eine CL-Kamera wird mittels eines CL-Kabels mit dem PC verbunden, welcher mit einem CL-Frame-Grabber ausgestattet sein muss. Für die Kommunikation vom PC zur Kamera stehen mehrere Leitungen zur Verfügung. Zwei davon bilden eine normale RS-232 UART-Schnittstelle. Diese dient im Wesentlichen zur Konfiguration und zur Steuerung der Kamera. Vier weitere Signale sind frei konfigurierbar und somit kameraspezifisch. Generell wird über die erste dieser vier Leitungen ein Trigger zur Kamera geschickt, um diese von außen, von einer Lichtschranke, zu steuern. Diese externe Triggerung ermöglicht eine sehr geringe Auslöseverzögerung, Latenz der Kamera. Die maximale Kabellänge ist abhängig vom Pixeltakt. Sie beträgt bei Full-Konfiguration größer als 80 MHz, selten mehr als 10 Meter. Falls längere Kabel nötig sind, muss das Signal in regelmäßigen Abständen verstärkt werden. Die erste Version von CameraLink wurde im Jahre 2000 veröffentlicht. CameraLink basiert auf dem Channel-Link-Protokoll von National Semiconductor. Version 1.1 erschien im Januar 2004. Die große Neuerung der Version 1.2 ist Power over CameraLink. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.